Mann, das ist so eine Missgeburt. Alter, ich kann sowas von. Digga, ich werf's hin. Ich werf's hin. Das ist so hässlich, was ich hier gebaut habe. Ja, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Master Builders! Und Leute, ich muss euch was sagen. Ich bin mal wieder nicht allein, wie man das kennt. Aber ich habe jemanden dabei und ich muss diesemjenigen ein Dankeschön aussprechen. Ein Dankeschön dafür, dass er wirklich immer instant antwortet, immer für mich da ist und vor allen Dingen immer Zeit hat zum Aufnehmen. Ich bin heute mit dem lieben Mr. Morgan hier und ich fühle mich extrem wohl dabei, muss ich sagen. Muri, hallo, das muss ich jetzt einfach mal öffentlich loswerden. Du bist ein Guter, du bist ein richtig Guter und wir müssen noch ein Speedboat bauen. Das hatte ich schon mal. Deshalb also im Bauen bin ich ein Profi. Das Ding ist, das hatte ich schon mal, deshalb wechseln wir jetzt einfach nochmal die Runde, Leute. Aber Mori ist ein Guter, merkt euch das. Also Freunde, um mich nochmal zu wiederholen, Mr. Morgan ist jemand, der ist immer für einen da, der hat immer Zeit dafür und das feiere ich unnormal ab. Und deshalb schreibt ihr noch einfach mal einen Hashtag Danke Mori in die Kommentare, sein Kanal ist ganz oben verlinkt. Es tut gut, so jemanden zu haben. Und Leute, schreibt mir nochmal in die Kommentare, ob ich auch mal, gebt da mal einen Daumen hoch, wenn ich auch einen Rap-Song rausbringen soll, so wie Photoshop. Ich rap hier jetzt, geil. Also Lizardmann, nice. Da kam eigentlich nichts mehr dran, oder? Also, Digga, ich bin Lizardmann, da kommt gar nichts dran. Ein Hot Air Balloon, dang, son, where'd you find this? Okay, das ist nice. Einen Ballon sollen wir bauen, einen heißen Ballon oder einen kalten Ballon? Ich denke mal, ein Hot Air Balloon ist ein heißer Ballon, Mori. Also würde ich jetzt einfach mal sagen, einen Ballon zu bauen ist, glaube ich, gar nicht mal so leicht. Bin ich mal gespannt, was hier die Bagage irgendwas herum macht. Sprich, die Gegner in diesem Sinne. Boah, einen Ballon finde ich gar nicht so easy, wenn ich ehrlich bin. Ja? Vor allem, weil ich es auch gerade schon... Nee, ich habe es auch gerade hier schon ein bisschen verkackt eigentlich. So. So. Also ich finde, weiß ich nicht, Ballon kann ich mir wirklich relativ schwer vorstellen. Also dass auf jeden Fall viele Leute damit... Ich glaube, ja, manchmal habe ich Probleme mit dem Zeitmanagement. Also extrem. Das ist total, bei diesem Game-Mode, Alter. Wenn du da einmal wirklich raus bist, sag ich mal zeitlich, dann hast du es komplett verschissen, Junge. Dann kommst du gar nicht mehr hinterher. Das sieht man so oft, Alter. So, so, so. Du musst echt so voll so einplanen und dann musst du so schnell es geht durchziehen. So, manchmal, ja. So, zum Beispiel hat das jetzt gerade schon wieder viel zu lange gedauert, was ich hier gemacht habe, aber... Wir ziehen es einfach weiterhin durch, Leute. Ist kein Ding. Was bauen wir denn? So. So, das finde ich ganz gut. Alter, einen Ballon zu bauen, das ist echt nicht einfach, glaube ich. Also finde ich persönlich jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist halt einiges an Masse, was man da bauen muss, weißt du? Ja, ja. Das ist halt nicht ganz so easy. Aber vielleicht schaffen wir es ja doch noch irgendwie in der Zeit. Gucken wir mal, was? Schauen wir mal, Freunde, ob wir das hinbekommen. So wie Photoshop. Shop. So. Aber jetzt sagen wir selber ehrlich, was hältst du so von Photoshop, von dem Rap? So, findest du das jetzt gut? Also, oder? Ich habe noch nie so einen guten Rap gehört. Ja? Ja. Würdest du sagen, das ist so eine Sache, die du dir auch ins Regal stellst und kaufst, oder? Auf jeden Fall, Alter. Man kann jeder sehen, dass ich auf richtig gute Rap-Musik stehe. Ja, ne? Richtig schön, ja. Richtig geilen Straßenrap, oder? Dann kann ich alle meine Freunde, die ebenfalls keine Ahnung vom Rap haben, damit beeindrucken. Nice. Ja, ne? So gehört es sich, Alter. Ja, er sagt so ja auch. Nice. Ich rappe jetzt wieder. Nice. Mit Photoshop. Also ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Track okay. Würde mich aber schämen, wenn ich ihn selber gemacht hätte. Aber es ist meine, es ist ja. Also das Ding ist ja, es ist ja angeblich ist es ja ein Fun-Track, so von daher, keine Ahnung. Fun, oder? Eben, es geht ja um den Spaß, ne? Das ist immer so das Ding. Spaß haben ja die wenigsten Leute heutzutage. Ne? Richtig, und das ist so eine Sache, die möchte ich den Leuten einfach wiederbringen. Spaß. Spaß ist wichtig, Leute. Merkt euch das. Fürs Leben. Das ist schon wichtig, Spaß. Spaß ist fürs Leben die Herausforderung, die ihr meistern müsst. Versteht ihr das? Oh Gott, Alter. Ich habe sehr oft Spaß im Leben. Ja? Ja. Also, ich denke mir immer so. YOLO, Alter. So also gehört sich das, Mori. So fucking gehört sich das, Alter. Ja, dann hate ich immer die Haters, Alter. Du hatest die Haters? Ich hate die Haters, Alter. Krasser Typ, Junge. Das feiere ich an dir. Alter, nur noch 2 fucking Minuten, Alter. Oh, das ist echt nicht leicht, Mann. Das ist richtig schwierig, finde ich. In der kurzen Zeit. Oh shit, Alter. Wie soll ich das denn schaffen? Ich überlege mir auch gerade. Ich werde Model und scheiß auf deinen Homo-Job.
Gottes Willen, Alter. Ich schaff das nie. Ich auch nicht. Ich werd sowas von nicht fertig. Scheiße, ist auch das Farbkonzept, Alter. Wir bauen es jetzt einfach in einer Farbe, Leute. Ist mir egal. Ich glaube ich auch. Das sage ich mir nämlich auch gerade so. Weil wenn man nicht... Ich will doch irgendwie fertig werden, weißt du? Eine Minute noch. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verdammt nochmal verarschen? Das finde ich echt manchmal... Manchmal finde ich hier wirklich die Themen ein bisschen zu krass für die Zeit, ne? Ja. Das hat mir auch wert, so krass vorgebaut, so weißt du? So nice, auf jeden Fall komplett asymmetrisch. Ja, Leute. Wie viel Zeit haben wir noch? Alter, 31 Sekunden. Ich versuche das Beste rauszuholen. Das ist auf jeden Fall kläglich in die Hose gegangen bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, ich schäme mich gerade so, ne? Ja. Total. Das ist nicht meiner würdig, Leute. Ich wüsste, dass ich das besser könnt. Alter, das ist... Meins sieht so scheiße aus. Meins ist so eine Missgeburt. Alter, ich kann sowas von... Digga, ich werf's hin. Ich werf's hin. Das ist so hässlich, was ich hier gebaut habe. Ich bin gespannt. Oh, das ist hübsch. Das ist echt schon, Alter, gar nicht mal so schlecht. Gut. Ach, da würde ich direkt mal sagen, gut. Meins wieder aus wie so ein Billow, Alter. Puh, das wird schwierig, Junge. Der schreibt Report, alles klar. Okay. Warum? Alter Schwede. Ich weiß nicht, Mann. Das ist mega schwierig. Das ist nice, Junge. Alter! Alter, Junge, mal Ice Up Bleeding. Richtig nice. Das ist... Ich hab noch nicht so einen guten Hype. Alter, Junge, guck mal, wie krass der bauen kann, Junge. Alter, Junge, wie heftig das aussieht. Schau mal. Ey, das sieht aus wie so... Ey, Digga, der Typ ist so krass, Mann. Ich glaube, der baut auch auf anderen Servern Sachen. Alter, guck mal, wie krass das ist. Und für Vorteile. Das ist auch gar nicht so schlecht. Mann, ich hab wieder viel zu groß gedacht. Ich hab nicht mal diese Feuerpartikel. Oh, das ist auch so clever, Mann. Ich hab so reingeschissen. Warum bin ich nicht clever? Boah, bin ich scheiße. Aber der hat ein Loch im Ballon. Das ist ein bisschen dumm. Broken ja, Ice, Alter. Nicht schlecht. Ah, okay. Finde ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Würde ich sagen, it's okay. Alter, ja, ich hab wieder viel zu kompliziert gedacht, Mann. Ich wollte es wieder viel zu krass bauen. Also, ich wieder vergessen, dass die Zeit so... Aber das Ding ist halt, das Ding wird halt nicht fliegen, so wie das aussieht. Also das ist halt auch so wie so ein... Okay, das ist ziemlich ugly, muss ich sagen. Das ist wirklich meh. Also, weil der Ballon ist von innen mit Lava gefüllt, Digga. So, ich weiß halt nicht, ob das jetzt irgendwie so eine regenerative Energieform ist. Aber... Ja, natürlich. Kennst du das nicht, dass sie mit Lava fliegen? Ja, ne, das ist ganz neu, glaube ich, oder? So, das ist auch eine Misse, Alter. Das ist auch eine Misse. Tut mir leid. Da bluten meine Augen einfach. Ich fand das ganz gut. Das ist deins. Das ist einfach fucking deins. Komm, sei mal nicht so. Geh mal keinen. Hit my eyes are bleeding. Das ist richtig geil, Mann. Das ist richtig heftig, Mann. Guck mal, der fliegt gar nicht, Alter. Der fliegt nicht mal. Der steht hier nur. Ist okay. Dafür, dass er nicht fliegt, kriegt er mal eyes are bleeding. Tut mir leid, Alter. Ich will noch gewinnen. Und ja, jetzt schreiben wieder alle Kommentare. Oh, du bist so gemein. Du bewertest immer so schlecht, damit die anderen verlieren. Richtig, ihr habt's raus, Alter. Weil ich überhaupt nicht bauen kann. Anders kann ich nicht gewinnen, Alter. Ich muss ja irgendwie... Weiß ich nicht. Das ist wow, das ist... Wow, das ist meiner, Alter. Findest du den gut? Nein. Echt nicht? Da fehlt der Villager. Der hätte alles rausgeholt. Okay, gib mal ein Amazing. Na, mach ich immer. Okay. Also ein Villager würde alles rausholen. Also. Haha, ne? ich bin so... War das hässlich. Ja gut, der ist aber... Der hat dieses Ding hier oben. Deshalb gibt er von mir ein It's Okay, weil das eine gute Idee ist. Das wollte ich auch machen. Dicker, dicker, dicker. Ich habe mir absolut keine Mühe gegeben. Hab vollkommen nicht reingeschissen, wirklich. Ich hab mir ein bisschen traurig. Nee, ich hab mir schon Mühe gegeben, aber ich hab einfach die Zeit nicht im Hinterkopf gehabt. Hätte ich 10 Minuten gehabt, Alter, wäre das Schockgesell, Lamana Kolm. Der ist nicht so gut, den finde ich. Das ist wie so ein fliegendes Bett. Ja, den finde ich halt einfach mal eiserliegen, tut mir leid, Alter. Dann hätte hier das Kackkind bauen können, Mann. Also ich denke mal, ich werde nicht gewonnen haben. Schade drum, Leute. Irgendwann musste der Winning Streak ja. Irgendwann. Das ist süß, Alter. Bin ich auch der Gewinner deines Schritts und deines Schwanzes? Ja. Ja, yeah, das ist irgendwie disgusting, aber schön. Er hat auf jeden Fall... Oh, ich bin sogar noch Zweiter! Jock Gesell, meiner Kolm. Aber er hat es auf jeden Fall besser hinbekommen in der Zeit, muss man ihm ganz ehrlich lassen. Verdienter Sieg, Leute, man kann nicht immer gewinnen, so sieht's aus, ja.
In diesem Sinne, schaut mal, lieben Mr. Morgan, vorbei. Lasst einen Daumen hoch dafür, diese verkackte Folge Ultratalent. Genauso heißt das Ding hier. Ich fand, das war eine super Ballonfolge. Ja, ich bin auf jeden Fall auch nicht scheiße, Leute. Wie gesagt, man kann zwischendurch auch mal reinrotzen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch dafür, mehr Marshall-Bildes. Denkt dran, Leute, morgen, ne? 20 Uhr, nee, 18 Uhr, Alter, Livestream, 24-Stunden-Stream, seid gespannt, Mann, wir streamen Mr. Morgans Geburtstag. Schreibt den lieben Mr. Morgan ein süßes Kommentar von mir und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein, macht's gut, tschüss!